Alles wird kaputt gespart, die Berliner Polizei, sie fährt mit Einsatzwagen, die bei normalen Bürgern zur Beschlagnahmung führen würden, haben sie selbst gesagt, und sie haben Bilder mitgeliefert der verkehrsuntüchtigen Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei. Herr Kai Wegner, wenn Sie das hier sehen, schämen Sie sich in Grund und Boden, wie man nur so wahnsinnig sein kann wie Sie und bei der Polizei auch nur einen Euro sparen möchte. Sparen Sie sich das Geld bei Ihrem Fahrer, bei Ihrem ganzen Mitarbeiterstab, den sowieso kein Mensch braucht, anstatt über die Reform der Schuldenbremse zu fabulieren. Sie machen mich richtig gehend wütend, ja? Sie schmeißen das Geld für das Ankunftszentrum in Tegel einfach zum Fenster hinaus. Über 750 Millionen Euro kostet das dieses Jahr. Und die Berliner Polizei, sie bekommt 125 Millionen Euro einfach gestrichen und darf keine neuen Autos kaufen. Das wird in naher Zukunft zu Toten führen und dafür sind Sie verantwortlich, Herr Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin. Dafür werde ich Sie dann auch anzeigen, ja? Dafür sind Sie höchstpersönlich verantwortlich. Sie schmeißen das Geld einfach wahnsinnig zum Fenster raus. Für ein sinnloses 29-Euro-Ticket hatten Sie Geld, ja? Aber für die Berliner Polizei, für das Ersetzen von Einsatzstreifenwagen, die schon über 200.000 Kilometer auf dem Tacho haben, dafür haben sie kein Geld. Ich lach mich kaputt, ja? Ich lach mich kaputt. Jetzt sollen wir die Schuldenbremse aufheben wegen unseren Streifenwagen. Ja, da oben, da oben. Ich wäre mal dafür, wir streichen mal die ganzen Sondervergünstigungen für Beamte und für Amtsträger hier. Keine Altersversorgung für hier, Herr Wegner, Herr Bürgermeister. Sie kriegen einfach eingezahlt in die deutsche Rentenversicherung. Weg mit Ihren Altersansprüchen. Weg mit den alten Altersansprüchen. Auch von allen Abgeordneten. Einfach weg damit. Räumt es ab. Wir sind das Volk. Wir können sagen, ihr habt das nicht verdient und dann sind sie weg. Wir kommen jetzt aber mal zum eigentlichen Thema. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf, falls ich das vergessen habe in meiner Rage. Die Gewerkschaft, die Polizeigewerkschaft in Berlin, sie hat jetzt Bilder veröffentlicht, die den katastrophalen Zustand der kaputtgesparten Polizei zeigt. Wenn das so weitergeht, dann würden hier, Zitat, irgendwann die Fahrzeuge unter dem Hintern wegschimmeln, Zitat Ende, sagt die Berliner Polizeigewerkschaft. Es gibt jetzt hier Fotos, aufgerissene Sitze, ist keine Seltenheit, das ist Standard, abgescheuerte Gurte, mit Panzertape und Paketklebeband geklebte Verkleidungen, Griffe, alles ist dabei, was ihr euch vorstellen könnt und das ist Standard bei der Berliner Polizei. Sie sagen hier selbst, Zitat, wir fahren mit Karren durch die Gegend, die wir als Polizei sonst eigentlich aus dem Verkehr ziehen würden. Ganz richtig. Und da kann man auch nur nochmal sagen, Respekt an jeden Polizisten, der hier Dienst tut, aber kein Verständnis dafür, wenn ihr mit diesen kaputten Autos unterwegs seid. Dann lasst sie einfach stehen und dann fahrt mit der S-Bahn zum nächsten Einsatz. Vor allem fahrt doch mal mit der S-Bahn und mit der U-Bahn zum nächsten Einsatz von unserem regierenden Bürgermeister, damit er mal sieht, was er für eine katastrophale Politik in diesem Land anrichtet. Die Situation, sie ist mehr als erschreckend, da muss man der Polizeigewerkschaft recht geben. Es gibt täglich Meldungen über katastrophale Fahrzeuge in Berlin. Es sind nicht nur defekte Funktionen, es sind auch krasse Sicherheitsrisiken, die davon betroffen sind. Die Berliner Polizei sollte eigentlich für die Sicherheit auf den Straßen von Berlin sorgen, ist jedoch selbst ein Sicherheitsrisiko und setzt damit ihren Beamten auch einem Risiko aus. Es kam erst vor etwa 4 Wochen bei der Einsatzfahrt eines Funkwagens zu einem Kabelbrand mit offener Flamme im Innenraum eines Polizeifahrzeuges. Ja, was soll das schon sein? War kein Elektroauto. Der Investitionsstau nur bei einem Berliner Polizeiwagen liegt aktuell bei rund 40 Millionen Euro. Nochmal, 750 Millionen Euro kostet das wahnsinnige Ankunftszentrum in Tegel. Und wenn wir alleine mal ausrechnen, was Berlin sparen würde, wenn wir den Ukrainern statt Bürgergeld Asylbewerber Leistungen bezahlen würden, sind pro Person ungefähr 117 Euro im Monat, sind auch ein paar Kröten, die da am Ende zusammenkommen. Es gibt aktuell 2800 Fahrzeuge der Berliner Polizei, die in der Regel alle 10 Jahre ersetzt werden müssen. Daraus folgt, dass 280 Autos jedes Jahr ausgetauscht werden müssen, um den Ist-Zustand, den ihr auf den Bildern eben gesehen habt, zu erhalten. Da sind wir noch lange nicht besser geworden. Jetzt werden hier allerdings Fahrzeuge mit 200.000 Kilometern nochmals neu instand gesetzt, weil es einfach keine neuen Fahrzeuge gibt.
Das Problem ist jetzt, Sie reden auch noch teilweise über Leasingfahrzeuge, was am Ende wirtschaftlich totaler Wahnsinn ist. Wir reden hier über Sondereinsatzfahrzeuge, die 10 Jahre im Betrieb laufen sollen. Da kann man die Fahrzeuge auch einfach kaufen. Und wenn man von 280 Autos die auf 3 Bestellungen aufteilt, dann kann man auch noch Rabatte raushandeln. Herr Wegner, liebe Berliner Polizei, liebe Frau Slowik, wenn Sie einen Deal wollen mit VW für ein paar neue Streifenwagen, ich helfe Ihnen gern bei den Verhandlungen. VW hat im Moment sehr viele Kapazitäten am Band frei sozusagen. Es ist völliger Wahnsinn, was Sie hier machen. Es ist absoluter Wahnsinn, ja? Und so fahren Sie dann draußen rum. Es ist völliger Wahnsinn, aber so wird Berlin regiert. So wird es kaputt gespart, ja? Anstatt, dass man woanders spart in dieser Stadt und da gibt es viele, viele Mittel und Wege, wie man in dieser Stadt Geld sparen kann. Fangen wir doch mal an, den Essenszuschuss bei den Berliner Kitas etwas zu erhöhen. Fangen wir doch einfach bei allen an. Ja? Kitas sind beitragsfrei, ich zahle Essenszuschuss. Ist ein Witz, was ich da bezahle. Ist wirklich ein Witz. Aber wir müssen alle am Ende ein bisschen mehr bezahlen. Und die anderen müssten mal ein bisschen sparen und dann müssten wir mal ein Investitionsjahrzehnt machen. Es ist ja nicht damit getan, wenn wir jetzt in einem Haushaltsjahr dafür sorgen, dass die Polizei die nächsten 5 Jahre neue Autos bekommt. Nein, es ist ja alles völlig Schrott in dieser Stadt. Ja? Berlin lebt so viel von der Substanz. Sie können froh sein, dass Sie vor 100 Jahren die ganzen U-Bahnen und Altbauten gebaut haben. Sonst wäre hier schon lange nichts mehr übrig. Ja? Es ist völliger Wahnsinn. Wir brauchen so viel Investitionen hier, ja, und vor allem Investitionen in die reguläre Infrastruktur, nicht in die Straße, in allem, was um die Straße drumherum gehört. Wasser, Abwasser, Fernwärme, Gas, Stromanschlüsse, Telefon, Glasfaser, das alleine ist ja schon wahnsinnig, ja. Und dann reden wir doch nicht über die kaputten Straßen, aber auch die Gehwege in Berlin mit ihren 50 cm Fahrradstreifen, ja. Und dann wundern, dass die Fahrradfahrer auf der Straße fahren. Diese Stadt ist völlig zu Ende katastrophal geplant. Erst als Autostadt, dann jetzt seit Jahren wieder ohne Autos geplant. Und sie haben überhaupt keine Idee für diese Stadt. Das ist völlige Katastrophe, dieses Verkehrskonzept hier. Also egal ob als Autofahrer oder als Fahrradfahrer, es macht ja keinen Spaß in dieser Stadt. Ja? Anstatt, dass man sich mal bei den niederländischen Verkehrsplanern etwas informiert hätte, in den Niederlanden ist die Verkehrsplanung komplett anders im Vergleich zu Deutschland. Dort wird man quasi gezwungen, den Verkehr zueinander zu legen. Also Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer werden sehr nahe zueinander gelegt, dass jeder aufeinander Rücksicht gibt und es funktioniert prima. Bei uns baut man jedem seine eigene kleine Autobahn und trotzdem gibt es dauernd Unfälle. Deswegen schickt doch einfach mal die Berliner Stadtplaner nach Amsterdam, nach Utrecht, nach Rotterdam und lasst sie da mal ein bisschen Praxiserfahrung sammeln, wie das am Ende besser funktionieren könnte. Aber wenn kein Geld da ist, sind die tollsten Pläne einfach nur Traumschlösser in der Luft. Herr Wegner, ist es peinlich, was Sie hier in Berlin veranstalten. Ja? Sie wollen einen Zaun bauen um den Görlitzer Park, haben noch nicht mal Geld für Polizeiwagen. Wie wäre es, Sie bauen gleich den Zaun um Berlin-Neukölln oder um Wedding oder am besten gleich ganz um Berlin? Oh, Leute, Polizei tut mir leid, ne? Aber ihr könnt auch mit so Autos nicht rumfahren. Lasst sie stehen, ja? Das Schlimme ist ja dann nur, wahrscheinlich werden die Autos, die besonders kaputt sind, dann meistens nicht von Linksextremisten angezündet und abgefackelt, sondern vermutlich die neuen. Karma ist sie. Ihr wisst, was ich nicht sagen darf hier, sonst macht's piep. Wie findest du die Berliner Polizei mit ihrem rigiden Sparkurs? Super Sache oder super gefährlich? Ich finde das wirklich super gefährlich. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal, schau auf X oder Telegram vorbei, da gibt es unzensierte Bilder, die ich hier manchmal nicht zeigen darf. Und damit sage ich ciao, bis bald.